Linda, Leute, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch einfach gefallen. Let's Play Resident Evil 7 Biosop begrüßen. Let's Folge zu Video geblieben. War nicht zu schnell, meiner Meinung nach. Gehen heute weiter. Munitionsmäßig sieht es irgendwie nicht so mega rosig aus. Wir haben nur noch, ja, so 14 und dann haben wir noch ein bisschen was im Feuerdings drin. Hoffen wir mal, dass wir da draußen, wo wir auch die tollen Geekers brauchen, ein bisschen neues Zeug finden. Ich glaube, mein Handy ist direkt vor mir vibrieren, oder? Das muss ich jetzt wahrscheinlich ein paar Mal erschrecken. Welcome to Paradise. Ja, nur wie man halt Paradies definiert, würde ich jetzt mal behaupten. Oh. Wow. Öffnen Sie! So. Hallo. Das hier ist ein bisschen eklig. Wer hat hier schon gekotzt? Kommst gerade auf eine Party? Hat direkt jemand gekotzt? Let's Play. Ja, ja, ich mache gerade ein Let's Play. Waffel. Kommt da? Bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber geht auch noch recht gut. Mein Handy liegt direkt hier vibriert. Hilfe. Die Musik ist halt echt nicht schön. Was kommt da? Ach, der Spaß. Du bist echt hässlich, weißt du das? Ja. Was ist mein Name, du Spasti? Was hast du für mich? Schau doch mal her, was ich habe. Den brauche ich. Weißt du, wozu das ist? Ja, den brauche ich. Weißt du, was Zoe damit anstellt? Ja, sie will das Serum erstellen und uns heilen. Ist es auch? Ging das zu dir? Du Spasti. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückgeben. Warte, Alter. Hör doch mal auf. Evelyn! Ich will es ihm noch nur Evelyn zeigen. Evelyn ist auch da. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Zoe ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Ah, sie haben Evelyn nur gefunden. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan? Da seh dich mal, Digga. Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Ja. Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Du? Ich bin mit deinem Vater und deiner Mutter fertig geworden. Dich! So. Scheiße! Ich... fick ich auch noch. Wollte ich sagen. Bevor ich mich zu Tode erschreckt habe. Komm ich hier eigentlich wieder raus? Ja, Bob mehr. Tschüss. Ja. Doch. Was ich ja wirklich an Ethans Stelle, glaube ich, irgendwann machen würde. Mich einfach irgendwo verstecken, wo es einigermaßen angenehm ist. Da gibt es hier vielleicht nicht ganz so viele Orte, aber im Wohnwagen zum Beispiel. Und da einfach sagen, ey, hallo. Ich bleib da jetzt bis morgen, dann spaziere ich. Das ist wieder her das Heim. Das ist halt echt nicht hübsch so. Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier unwohl. Ich weiß nicht, ob das auch so geht. Ich glaube, komm hier mal.
Die hier sind übrigens nicht näht und wieder reingehen, dann werden wir gut. Daher müssen wir die... Au, weia! Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Müssen wir die abschießen, Betonung, wenn wir weiter wegstehen. I am, by the way. Jetzt werde ich dafür nicht die teure Munition benutzen. Wie sieht es mit Leben aus? Wir haben nur starke, ne? Wenn wir eine schwache herstellen, dann wir... Haben wir eine schwache herstellen. Und... Das haben wir aber schon die Schwache genommen, oder? Es wäre nämlich dumm, wenn wir jetzt die Starke genommen hätten. Danke, Spiel. Ja, der Typ hat auch einen komischen Fetisch. Okay. Manchmal. Oh, Flintenmuni, 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 Flintenmuni. Manchmal sind diese Bomben auch in den Dingern versteckt. In den Kisten. Weißt du, ich bin auch direkt mit meiner Fresse dran. Ich bin nicht so wie die ganzen Noobs, die das ohne Feuer spielen, obwohl sie es könnten. Ich mach das mit. Ich mach's zwar nicht blind, aber ich mach's mit. Ich sehe hier doch instant, wenn wir reinkommen. Beißen zurück, ich bin ein Spasti. Bin nie Freunde und bin ein hässlicher Hurensohn. Roffelkopf der Lollingstee. Also dieser Lukas ist doch schon, also ist irgendwie ein widerwärtiger Spasti. Und das sei halt nicht mal im Bösen, das ist halt einfach die Wahrheit. Es tut mir ja leid, das zu sagen, weil... Ich meine, der wollte bestimmt auch... Schatz, oder? Reparatursatz. Können wir eine Waffe reparieren? Ich weiß zwar nicht genau warum, aber... Also ich weiß halt nicht wirklich genau, wofür wir es brauchen. Macht nix, Süße. Macht nix. Nein, der ist echt hässlich. Definitiv. Und das ist halt echt mega hässlich. Bah, nee. Ich will dich nicht mehr staten, du Forze. Die hier. Die hier explodiert definitiv. Definitiv. Die explodiert. Die wird explodieren. Die wird explodieren. Die hier explodiert, das weiß ich vom PewDiePie. Deshalb kriege ich hier dran vorbei. Ist mir egal. Egal, ich bin überhaupt nicht angespannt. Kann ich ihn da jetzt hinschießen? So ein bisschen vernünftig. Muss da durch, oder? Ah nein, von hier aus komm ich hin. Dafür habe ich dich da aber nicht abgebracht. Tja. Hättest du aber besser anbringen sollen. Könnt ihr doch jetzt hier durch. Naja. Du bist schon ein bisschen sehr scheiße, Lukas. Just same, bitch. So. Hallo. Brauchen eins Nummer. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Ja. Probier doch mal 0814. 0814. Nein, 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 nein. 062. 0814, 0621, 0814, 0621, 0814, 0621, 0814, 0621, 0814, 0621, 0814. Andere war 0514. Oh! Das habe ich bei PewDiePie nicht gesehen. Hurensohn. Vertrauen Sie ihm also nicht. Benutzen Sie ein Psychonoktikum und erzählen Sie sehen, wo Ihre... Ja, ich weiß. Akten, Sie können gefundene Notizen und Akten hier jetzt erneut lesen. Flintenschüsse haben eine hohe Streuung und Sie möglichst hohen Schaden verursachen möchten. Versuchen Sie es neu möglich in den Gegner zu gelangen, bevor Sie abdrücken.
Aber verschiedene Türe, ich drücke und gehen zurück, was sind sie zu schließen, ne? Lieb. Alles sehr liebe. Als ob ich jetzt wieder hier anfange. Ey, Ethan, du. Ähnlich Ethan. Ist auf jeden Fall ein Arschloch. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Ja, ja. Nein. 062. Das heißt E621, ja? Nein. Es ist 0545. Na komm schon, versuch's mal. E621 muss stimmen. Machen wir weiter. 5 Munition haben wir. Ich würde eben mal gerne alles nachladen, was ich nachladen kann. Uwo. Geht nicht. Die brauchen wir nicht, aber hier. Wir haben jetzt zwar los 2, aber wir nehmen jetzt die auch erstmal nicht. Ja, doch schon irgendwas. Warum sind hier überall Geräusche, die abfackeln? Ja, das habe ich bei PewDiePie nur so ein bisschen nebenbei gesehen beim Videoschneiden. Deshalb, das ist jetzt fast blind. Na, mit einem Schlag. Nice, auch Flinte. Ah, oh, love it so much. Okay. More flinties. Love it, bitches. Love it. I love my flint and munition. I love my... Es ist zu ruhig hier. Ist denn langer... Oh! Oh! Ich habe ja gesagt, es ist zu fucking ruhig hier. Das war skillig, oder? Also, das war geil. Also, das wusste ich auch nicht mehr. Aber das war gerade mega badass. Also, ich bitte euch. Ich hab's drauf, Bitches. So. Sieh dir der Blindfisch. Der hält mich, glaube ich, echt für behindert oder so. Oh, das war schon so ein bisschen badass. Wenn ich das mal so von mir behaupten darf, das habe ich schon gut gemacht. Genau, da kommen jetzt nämlich wieder einiges an Viecher, Lies. Hi. Hi. So, na. Und da vorne ist auch nochmal eine. Ich habe keine Muni mehr. Leider auch nicht wirklich die Flintmuni dafür benutzen, ne? Falls er wieder noch fehlt. Sag mal! Und was gibt's hier dafür? Well, I absolutely support this. Ich trau mich jetzt mal was. Wo es hätte schon fast offensichtlich sein können, ne? Meine. Ja, irgendwie schon. So, dann benutzen wir doch gleich mal die Steroide. Geilo. Dauerhafte Gesundheit erhöht. So, wir laufen mal weiter mit der rum. Hm, jawohl.
glaube, wir kommen Viecher. So, von der Seite. Ich wusste es. Ich wusste, du bist tot. Heiß geliebt. Ja, warte, so heiß geliebt. Ja, ihr seid alle so behindert. Ihr könnt gar nicht. Ich schicke euch halt weg. Ja, ein Schwuler, der hier durchläuft, alle mit einer Flinte erschießt und dabei Wicked singt. Lukas, merkst du eigentlich, wie lächerlich du im Vergleich zu mir bist? Mein erster weißer Typ gibt sich als das größte Badass und was weiß ich der Welt aus und wird hier von einem Wicked singenden Schwulen hart gefickt. Nicht das hart gefickt, was ihr meint, dafür habe ich meinen Freund. Aber ja, finde ich lustig, da kommt was raus, da kommt was raus, da kommt nichts raus. Na, komm, was drauf. Läuft zu, komm nicht raus. Knock, knock. Das muss so. Flintenmuni. Oh, wir haben hier ein Speicherräumchen. Oh. 16 Minuten, hat, oh, 16 Minuten haben wir, ne? Ah, vielleicht noch so ein bisschen. Ein bisschen Sneak Peeken. Ja gut, ich glaube, ich habe mal... Hier noch ist es. Ich glaube, schauen wir es dann noch ein bisschen in der nächsten Folge an, weil ich glaube, die heutige machen wir es mal ein bisschen kürzer. Wir haben viel erreicht, würde ich sagen. Bin sehr, sehr zufrieden mit der Aufnahme, mit der Folge. Ich hoffe ihr auch. Wir tun mal ein Lünchen Spalaischon. Jetzt habe ich 3 Folgen aufgenommen. Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Reichen theoretisch bis Donnerstag, außer die erste kommt Mittwoch, aber ihr wisst ja, welcher Tag und ist. Vielleicht ist heute auch Sonntag. Wer weiß. Ich muss mit dem Kabel aufpassen. Ne? So, Leute, hier hätten wir jetzt übrigens eigentlich das Happy Birthday Video angucken müssen. Haben wir aber schon, daher müssen wir das nicht mehr nochmal tun. Und ja, boah, ich muss echt mal demnächst nach den Ohrhörern gucken. Ich habe da eigentlich auch mal eine Zeit lang meine Kopfhörer eingesteckt, meine alten Superlux, die ich damals benutzt habe, als ich dann meinen Großberater gekauft habe und gesagt habe, ich brauche kein Headset mehr. Mittlerweile merke ich, Market 8, Unpackings, sowas, mein Freund hat gerade geschrieben, das werde ich sehr auf auch direkt beenden. Headset, sehr, sehr nützlich. So, Kinder, wenn ihr die Folge gefällt, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar, der Link zur Playlist-Projekt ist zu Resident Evil 7 bei der Demo. PlayStation 5 Playlist zu meinem Kanal in der Endcard aus, Social Media Links in der Beschreibung. Einen schönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, was geht denn da noch zu sagen, außer also, tschüss, silly.